Long Beach Island vor der Küste von New Jersey. Hier zeigt sich das ganze Ausmaß der Zerstörung, die der Wirbelsturm Sandy hinterlassen hat. Unvorstellbar seien die Schäden, sagt der Gouverneur des US-Bundesstaates. Insgesamt hat der Sturm in der Karibik, in den USA und in Kanada mehr als 100 Menschen das Leben gekostet. Die Sachschäden durch die Sturmwinde und die meterhohen Flutwellen gehen in die Milliarden. So stellen sich allein die Versicherungen hier in den USA darauf ein, für umgerechnet mehr als 10 Milliarden Euro gerade stehen zu müssen. Insgesamt dürften die Schäden sogar ein Vielfaches davon erreichen. Diese Frau in Jersey City berichtet, dass sie alles verloren hat durch das Hochwasser. Yeah, nothing left. Water come until here, my house. Vielerorts sind die Menschen weiter ohne Strom. This storm is not yet over. Und der Sturm ist noch nicht vorüber, warnt US-Präsident Barack Obama. Schließlich zieht Sandy gerade weiter. Obama hat einen Besuch in der Katastrophenregion in New Jersey angesetzt, begleitet von Gouverneur Chris Christie. Der ist Republikaner, aber er schwärmt vom Krisenmanagement des Demokraten Obama. Der Einsatz des Präsidenten war außerordentlich, ihm gebührt großer Dank. Obamas Rivale Mitt Romney nimmt unterdessen seine Wahlkampftour wieder auf, weniger als eine Woche vor der Wahl des neuen US-Präsidenten.